Wie soll das denn ablaufen? Nein! Das geht doch gar nicht! Warum halten die Klöcke so viel aus? Was ist denn da los? Der hat ewig auf den draufgehauen! Was sind das für Tanks? Und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Tag 30, meine lieben Leute. Und wie ich schon letztes Mal, habe ich das letzte Mal gesagt, wir können noch eine Core Suppression starten. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal gesagt habe. Auf jeden Fall, weil wir ja noch nicht das neue Team eröffnet haben, können wir auf jeden Fall eine weitere Core Suppression angehen. Und ich glaube, das tun wir doch auch einfach mal vom Safety Team, da wir die letztes Mal freigeschaltet haben. Da müssen wir auch Level 6 erreichen, wie immer, und die Energy Quota natürlich mieten. Das ganze Control Team kann aber mal raus und das Safety Team da rein. Ich bin mal gespannt, was es dieses Mal gibt. Ich weiß nicht, wie viel härter es noch werden kann mit Low-Level Employees. Ist das Safety Team schlimmer oder besser als das Training Team? Wir werden sehen. Beginn Core Suppression. Hallo Netzach. Du siehst ja fast genauso schön aus wie Hoth. Ja, was haben wir hier? Ich würde ja eigentlich fast vermuten, da wir eine Core Suppression im Safety Team haben, dass es irgendetwas mit Safety Breaches zu tun hat. Aber ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir machen wie immer erstmal alles möglichst hoch. Und jetzt könnten wir rein theoretisch sogar hier unten leveln. Das heißt, ich schicke einfach mal Werte, diese gute Rüstung, Hüsen mit einer Repression hier runter zum Blue Star. Und Mika, wo ist Mika? Mika kann wieder hier rüber gehen. Und dann auch noch ein... Ja, eigentlich ist sie schon gut gelevelt. Kann sie vielleicht noch Inside hier leveln? Theoretisch. Kann sie es zumindest ein bisschen höher bekommen. Und die Punkte brauchen wir ja eh. Ja, ich bin mal gespannt. Was erwartet uns hier als Problematik? Bisher sehe ich noch keinen Unterschied. Dia könnte sich... Ja, Dia muss ein bisschen... Werden die nicht geheilt? Mein Gott, sie regenerieren keine HP. Sie regenerieren nicht, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Weil ich jetzt einfach warten kann, bis bei dem Express Train vierte Lampe leuchtet. Und ich glaube, dann werden alle geheilt. Mika, dann benutzt das doch mal. Sie werden nicht geheilt! What the hell? Wie soll das denn ablaufen? Nein! Das geht doch gar nicht! Du Kacke! Werden die überhaupt... Ja, die werden verslimed. Wie soll ich das denn machen, wenn die nicht geheilt werden? Selbst durch diese Maschine nicht. Ach du meine... Oh mein Gott! Man muss da extrem vorsichtig rangehen. Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, das Beste wäre da erstmal Low-Level-Sachen hier zu machen und möglichst hoch. Wo man halt möglichst wenig Schaden bekommt. Okay, die Slimes haben sich entwickelt. Dia, dann schnappst du dir doch mal. Die Slimes hier können sich das Central Command Team schnappen. Ja, und Dia kann ja nicht darüber. Pass nur auf, dass ihr nicht zu viel Schaden bekommt, ey. Ja, und genau das ist jetzt nämlich das Problem. Anthony ist jetzt komplett raus, weil er einfach schon fast tot ist. Uff, ey. Ja, wir können die Leute jetzt nur zu Sachen schicken, wo die auf jeden Fall sehr viele Punkte generieren. Das wird echt kritisch. Oder halt Sachen, die extrem wenig Schaden machen. Geht dann natürlich auch. Das einzige Problem werden dann die Meltdowns sein. Und nun könnte dieses mal ein Riesenproblem darstellen, je nachdem was es ist. Da müssen wir echt auf die Obelisken hoffen. Da kommt schon mal der erste Meltdown. Aber was hat sich verändert? Also wir können auf jeden Fall zum Kreuz jemanden schicken. Sie wurden alle geheilt, oder? Ja, Anthony ist wieder voll.
Okay, sie werden mit jedem Meltdown geheilt. Das ist dann gar nicht so schlecht. Das ist dann kein Problem. Wenn ich das bis zum Ende des Tages hätte machen müssen, wäre das was anderes gewesen. Aber so. Wo haben wir denn noch Meltdowns? Hier bei der Maschine. Das kann auch sonst wer benutzen. Ja gut, dann ist das aber halb so schlimm. Wir müssen noch irgendwo einen Meltdown haben, oder? Sind das nicht drei Stück? Ich sehe erst zwei. Waren das nur zwei? Vielleicht waren es auch nur zwei. Ich sehe nämlich sonst keinen. Dann ist halt nur die andere Frage. Ich meine, ich kann hier Susan trotzdem zum Leveln reinschicken, weil die so ungefähr gar keinen Damage bekommen hat. Aber trotzdem, was passiert, wenn die paniken? Kann man die dann überhaupt wieder beruhigen? Wir müssen auf jeden Fall jetzt den Mörder ausbrechen lassen. Das kann... Keine Ahnung, Gustavsson, mach du das einfach mal. Da haben wir schon mal ein Opfer. Ein zweites. Und da ist das dritte. Und danach, ja, das Control-Team holt es euch. Du kriegst noch das Schild. Euch brauchen wir noch. So, und dann lasst doch auch schon mal Dawn spawnen. Das sollte ja noch kein Problem sein. Vor allen Dingen nicht, wenn die jetzt geheilt werden. So, wir gehen einfach mal davon aus, dass dabei keine anderen Employees sterben werden. Er ist durchgedreht, aber es gilt, glaube ich, nicht als tot. Ja, und das war auch schon die Fruit. Also sind ein paar durchgedreht, aber ich glaube nicht, dass die als tot zählen, oder? Also hier unten ist einer gestorben und ich weiß nicht, was mit ihr da ist. Sie steht da einfach rum. Also gut, einen haben wir auf jeden Fall tot. Bei den anderen weiß ich es nicht so richtig. Es wurden aber mal wieder alle geheilt. Wir müssen den Mörder auf jeden Fall ausbrechen lassen, so oder so. Aber es reicht dann, wenn er nur zwei tötet. Also ich glaube, um die Punkte brauchen wir uns wie immer keine Sorgen zu machen. Die sollten wir eigentlich zusammen bekommen. Das ist schon mal das nächste Opfer und da kommt noch einer und dann haben wir auch schon wieder drei. Ja, dann stellen jetzt eventuell nur noch die Meltdowns-Probleme dar. Wir müssten auch gleich irgendwann noch Moon bekommen. Und dann schauen wir noch mal, was der nächste Meltdown bringt. Auf jeden Fall wieder eine Erschütterung. Wir haben hier unten zwei, sechs Stück müssten wir insgesamt haben. Hier oben, das eine kann Dia übernehmen. Und das andere, da kann vielleicht mal... Schicken wir Justin hin. Dann müssen wir nur aufpassen, dass wir den auf jeden Fall vor 20 Sekunden rausschicken. Hier unten kann Gregory vielleicht eine Repression übernehmen, aber bitte nicht zu gut. Mach ein normales Ergebnis, ja? So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwo muss noch einer. Das ist Santa. Das ist auch kein Problem. Dann machen wir einfach eine... Können wir eigentlich ein Attachment machen von Marinelle zum Beispiel. Und das waren alle sechs. Also ja, hier, das Ding muss noch benutzt werden, aber da holt Mika kurz das Ding ab und dann kann sie eine Insight hier machen. Hier müssen wir nur aufpassen, dass die sich nicht die Wege kreuzen, aber das sieht ganz gut aus. Und das hier sieht auch ganz gut aus bei dem Silent Orchestra. Ja, das ist perfekt. Und ja, Justin, du kannst dann auch wieder da raus. Bevor du durchdrehst. Gut, ja, um die Punkte brauchen wir uns jetzt echt keine Gedanken mehr machen. Wir müssen den Mörder mal wieder ausbrechen lassen. Also Gustavsson, viel Spaß dabei. Jetzt müssen wir wieder nur noch den Cleaver-Counter hochtreiben. Und aufpassen, dass der Zug nicht abfährt. Ja, nächstes Mal ein Meltdown kommt und nicht Noon, weiß ich gar nicht, ob Noon überhaupt noch kommt. Weil danach ist ja schon der Level 6er Meltdown-Stufe erreicht. Die Stufe whatever. So, der Mörder hat schon mal einen gekillt. Da hat er wen zweites gefunden. Und da hat er wen drittes gefunden. Und viertes sogar. Aber danach kann sich das Central Command Team drum kümmern. Aber gut, so ist der Safety Team Meltdown, also der Meltdown von Nessach, eigentlich relativ easy. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass sie überhaupt nicht geheilt werden. Das wäre eine Herausforderung gewesen, Leute. So, nächster Meltdown. Das geht ab.
Okay, wir haben drei hier unten. Ja, wir haben jetzt zwei Teams, drei Teams, die nicht in keinen Meltdown gehen, deswegen sind die regelmäßig hier unten so krass. Ja, Frank, mach hier ein Attachment. Gregory, du hast das hier letztes Mal gut gemacht. Mach doch nochmal so einen guten Job. Ich weiß halt nicht, ob man diese Uhr höher als irgendwas benutzen kann, aber... There are a few phrases crudely carved on its surface. Do you remember this melody? The professor used to play this song when the students were sleepy. Happy birthday. Okay, da hier keine zweite Nachricht, also da hier keine Nachricht ist, ist es beim letzten wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, ich kann dir das benutzen lassen, sofort raus und dann einmal hier runter. Das sollte dann kein Problem sein. Und hier beim Teddybären kann... Ja, macht Paulinus einfach mal ein Attachment. Dann schicken wir Justin hier rein. Und wir müssen unbedingt dran denken, ihn wieder rauszuholen. Hier oben beim Santa können wir ein Attachment von Ruby machen, von mir aus. Hat Ruby irgendwo Instinct gemacht? Warum ist sie auf einmal Level 4? Sie war das ja gar nicht. Quinn war das, ich wollte schon sagen. Ja, dann kann sie hier unten ein Attachment machen, das ist kein Problem. Und hier kann ein Insight von, ja, Marinella folgen. Haben wir damit alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das sieht gut aus. Und Moon kommt, würde als nächstes kommen, aber es ist auch der sechste, die sechste Meltdown-Stufe. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich passiert. Müssen wir mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall auf dieses scheiß Flash-Idol achten, ey. Ich will deswegen nicht nochmal ein Spiel verlieren. So, geh da rein, End Usage und mach hier, bei ihr war das, glaube ich, Repression, ne? Ja. Dann geh doch mal da rein. Aber dann geh bitte in diesen Raum hier, nicht, dass du unseren guten Dings hier ansteckst. Hier haben wir auch ein mittleres Ergebnis, das ist sehr gut. Und alles andere ist dann auch abgehandelt. Flash Idol, das müsste lange genug gewesen sein. Ja, raus da. Er ist da durchgelaufen, aber er wurde zum Glück nicht angesteckt, so wie es aussieht. Oder? Ich sehe zumindest keinen Slime bei ihm. Warum läuft er? Ich verstehe das nicht. Er läuft auf dem Hinweg hier unten lang. Warum geht er auf dem Rückweg oben lang? Es ergibt keinen Sinn. Es ist auch die längere Strecke. Wir machen einfach schnell noch überall Leute rein, schicken. Ich weiß nicht, ob wir... den Mörder ausbrechen lassen sollten. Ich glaube, wir gehen da lieber nochmal auf Nummer sicher. Wobei, eigentlich ist es eh egal. Aber es ist auch egal für den Meltdown. Also, ja, Destiny macht das einfach mal. Wir schicken die Leute einfach überall rein. So, da hat der Mörder Opfer Nummer 1 gefunden. Zwei weitere. Da ein weiteres und noch eins. Das ist sehr schön. Und noch mehr. Ja, dann Training Team, ihr seid ja direkt daneben. Schnappt ihn euch mal. Und du kriegst noch ein Schild. Du musst ja nicht unbedingt sterben. Wunderbar. Dann geht hier einfach noch einer mal mit einer Repression rein. Das kann Gustavsson übernehmen. Und dann hat sich der Tag erledigt. Ich finde das schön, dass da schön am Ballern sind alle, weil Noon gespawnt ist, aber der Tag ist vorbei. Ja, proceed to next day. Yes. Das war ein wunderschöner Tag, der ging ganz flüssig einher. Tag 31. Carmen was here. She laughed so hard at seeing the two of us talking like this, man. I mean, we've never really talked to each other. After all, I was here because I trusted Carmen, not you, dude. I hope this will bring Carmen back to life. We couldn't save her. It was the result that I had been expecting since the very start. I couldn't answer his last words because I didn't want to desolate the only hope he had left. That was my selfishness, believing that he would be at least happy in a fleeting dream he could not wake from lying in restless sleep. So, I totally failed on that Ankevlin experiment of mine, seeing that I'm facing you right now, dude. I'll have to check out another way next time. Don't worry, I'm just kidding.
don't people word of this to Miss Angela or the other Sephiroth. They'd have a field day, man. I heard treatment is needed for a while because my parts were full of ankylosing. It'll probably be tough. Bit painful too. To be honest, I didn't want to wake up ever again, man. It's been a while since I've had such a long sleep. But somewhere deep in my flickering consciousness, someone called out to me. That familiar, yet unfamiliar voice said this. No, you cannot. Here you must ask my permission for anything, even for death. And then you saved me, dude. Opened my eyes once again to hear where we stand, sadly. This place will never be safe, man. It's impossible, even if everyone tries. Well, there's something to get out of all this. It's to try and live. Even though life is full of pain, man. If I have to find and hold on to even the tiniest speck of possibility, if that's what you want, you and the voice wished for, I can't help but give a shot at living up to your hopes, nor can I. From the get-go, dude, I had no respect for you. You know that? But for the first time, I think that maybe it was me who called you. You came to ruin me, but also to save me. I think we're both in a similar situation, dude. We were both caught up in the karma of the past. I'm not the one who has changed. It's you, manager. You're the one who's finally starting to see clearly. 30% germination of the seed of light, the fearlessness to keep on living. Are you helping to turn back time for the things you've longed for? After all this, even if you turn back the clock, do you really think your regrets can be so easily washed away as if nothing happened? Sure, why not? Ich meine, wenn man Dinge ändern kann in der Vergangenheit, warum sollte man dann irgendetwas regretten? Agony and rage mixed, blending together in the mist. One couldn't determine if the smoke was responsible for the madness or if the cries of agony spewed forth the smoke. Are you researching machines now? That's great. Oh, I can really see what a jack of all trades can do. To be frank, I thought I was pretty great too. But now watching you makes me think I was terrible full of myself. Would it be alright if I helped you? I think I would make a serviceable assistant. It's good that you're up and passionate again. It is an honor to take part in a project with a scholar I respect. Is something the matter? Are you okay right now? The truth is, you were not actually okay at all, were you? If a ray of sunlight breaks your heart and collapses your mind with longing and nostalgia, and seeing plants outside evokes an unknown rage tearing down your rational thought, then we have no choice but to stay underground. Let us start anew, the corporation that mourns her. Yeah, auf ins disciplinary team. Das kennen wir ja zumindest schon und wir haben, glaube ich, einige Quests. Ich weiß gar nicht, warum das Welfare-Team uns keine Quests gegeben hat. Naja. Nestzach's synchronization complete. The regenerators will heal all employees anywhere in the department. Those in the hallways will be healed with 50% efficiency. Das ist aber so nice. Das ist echt nice. The department in which the suppression took place will no longer be influenced by Clifford meltdowns. Confirmed. Memory repository imprinted. Das heißt, selbst wenn wir wollten, können wir jetzt keine weitere Core Suppression machen. Aber mit einer neuen... Ja gut, wir haben eigentlich keine neue Abnormality. Eigentlich hätte ich es machen können. Ja, aber wie gesagt, es geht eh nicht. Selbst wenn wir wollten. Wir brauchen auf jeden Fall wieder die Leute im Safety-Team. Und ich würde eigentlich Isabelle lieber vorne wegstecken, aber kann die so nicht auch. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Control Team, ihr kommt auch wieder hier rein. Ihr habt jetzt lange nicht gelevelt. Und wir brauchen neue Leute fürs
Disciplinary Team, aber da können wir eigentlich aus dem Central Command Team welche reinstecken, weil wir hier nicht 5 Leute brauchen. Und das kann, glaube ich, einerseits Georgia machen, weil ich glaube, bei dem Ding hier war tatsächlich... Ne, es war nicht Instinct. Es war auch Repression. Hier können wir auch Repression leveln, aber erst auf einem höheren, auf einer höheren Stufe. Weil das Ding haut nämlich auch ganz schön Damage rein. Wir können hier aber die Waffe und die Rüstung neu machen. Ich weiß gar nicht... Hier können wir zumindest die Rüstung schon mal machen. Oder sollen wir erst auf die Waffe sparen? Ich glaube, wir machen mal lieber die Rüstung, weil die auch ziemlich gut ist. Dann, wie sieht's denn bei Susan aus? Die ist auf Level 3 gestiegen. Und Level 3 muss man auch sein für das hier. Das ist optimal, dann kann sie nämlich mit Michaela die Rüstung tauschen. Und dann... kann Michaela da ein bisschen leveln. Also, Michaela, du bekommst jetzt diese wunderschöne weiße Rüstung hier. Und Susan bekommt deine, die von diesem Baby war. Ja, das ist gut. Gut, gut. Und dann des Weiteren können wir, glaube ich, nichts machen. Hier brauchen wir noch einige Punkte, um da auf die Waffe zu kommen. Das wird noch ewig dauern. Aber das ist halt Teil dieser Abnormality. Beim Teddybären können wir immer noch eine weitere Rüstung machen. Warum nicht? Und bei ihr hier... könnten wir eigentlich mal angehen, ein paar Punkte zu sammeln. Aber auf der anderen Seite, ich will auch nicht, dass sie ausbricht. Und wir brauchen auf jeden Fall immer ein gutes Ergebnis. Das ist halt auch die Kacke. Ja, dann warten wir da mal lieber mit. Ja. Oh gut, eigentlich, wenn der Tag genauso smooth läuft wie der vorherige, können wir den jetzt eigentlich auch noch angehen. Paulinus kann vielleicht auch noch ins Disciplinary Team. Ist jetzt am Anfang nicht notwendig, aber warum nicht? Georgia müsste eigentlich irgendwo hin, wo sie Instinct leveln kann. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Es geht nämlich an kaum Orten. Geht hier eigentlich im Safety Team bei dem Bird. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob wir Isabel runterschicken. Isabel kann ins Disciplinary Team und Georgia kommt dafür ins Safety Team, wo sie halt noch ein bisschen Instinct leveln kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann machen wir mal Beginn Management Tag 31, wo wir mal wieder ein bisschen leveln können. Natürlich müssen wir auch alles andere im Blick behalten, aber nichtsdestotrotz. Wir können Michaela hier mit einer Repression reinschicken und hier können wir Susan mit einer Repression reinschicken. Und Mika geht hier runter und passt wieder auf ihren Zug auf. Ja, hier bei dem Ding können wir eigentlich Destiny reinschicken mit einer Repression. Und dann dürfen wir da nur nicht hingucken. Ansonsten müssen wir uns mal ein bisschen ums Training Team kümmern, dass die leveln. Und naja, die hier oben eigentlich auch. Zumindest Attachment. Ja, Attachment brauchen sie eigentlich alle. Aber das ist ganz gut hier. Hier ist ja sehr viel Attachment. Ich glaube, selbst bei dem kann man Attachment leveln. Aber das ist gefährlich, weil das scheiß Getränk einen ja umbringt, wenn es ein schlechtes Ergebnis ist. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Wie sieht es denn hier aus bei dem Bird? Das war, wo wir auch Instinct leveln können. Das kann Georgia direkt mal machen. Weil warum nicht? Dafür ist sie ja da. Hier unten können wir eigentlich auch. Hier muss alles gelevelt werden. Straight alles. Aber das können wir auch mal machen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht über einen gewissen Cleaforth Meltdown kommen. Also über diesen Balken hier, wie man den auch immer nennt. Damit da halt nichts passiert. Attachment hier unten. Kann man eigentlich noch irgendwas anderes hier bei Magical Girl leveln? Jedenfalls Insight, was aber ein bisschen gefährlich ist, aber Instinct würde auch gehen, ist aber noch niedriger. Ich meine, wie viele Punkte müssen denn erreicht werden? Eigentlich 10, das ist unter der Hälfte, also wenn die High haben, was sie alle haben, könnte man hier auch Instinct leveln. Das kann Anthony ruhig mal machen. Das Schöne an Schadenfreude ist ja, dass man nie weiß, wann die da fertig sind. Aber gut, mit einem kurzen Stopp oder mit einer kurzen Pause kann man das ja trotzdem machen. So, Dia, du kannst eigentlich hier oben hin, dass du dir gleich schon mal die ganzen Leute da schnappst. Und ansonsten müssen wir jetzt erstmal warten, bis die da alle vollgeslimed sind. Weil wir brauchen 3 Employees, die sterben und anders können wir sie eh nicht zum Sterben bringen gerade. Ja, Dia, ich glaube, du kannst nach hier unten gehen. Das sieht ganz so aus, als würden... Na, wobei hier oben verwandelt sich vielleicht auch einer.
Weiß nicht, wer von denen als erstes sich verwandeln wird. Anscheinend da unten. Und direkt am Ausgang. Und da. Sie kommen jetzt alle. Aber die kommen beide in unsere Richtung. Das ist sehr gut. Ich liebe diese Waffe von dir. Die macht einfach so viel Damage. Und dann noch AOE. Und dann greifen die sie aus. Also wahrscheinlich wegen dem Herz hier nicht an. Aber das ist einfach perfekt. Also die hat dieses Department voll im Griff. Ganz alleine. So, damit sind schon mal hier alle weg. Und dann... Ja, weiß ich nicht, schicken wir hier noch wie mit dem Attachment zu Santa. Ich sag ja, das müssen sie sowieso alle leveln. So, dann haben wir einen Meltdown. Beim Punishing Bird, das wahrscheinlich sowieso gleich ausbrechen wird, aber meinetwegen, Frank, kümmert dich darum. Beim Schaf, das ist wunderbar. Attachment wollen wir sowieso alle leveln. Und waren es nur zwei? Ich bin irgendwie immer verwirrt davon, wenn es nur zwei sind. Ich meine, wir können jetzt auch keinen Meltdown mehr hier drüben im Safety-Team haben. Das heißt, die Singing Machine steht uns komplett frei. Das ist wunderbar, die können wir einfach ignorieren. Und alles andere, ja, keine Ahnung. Ich meine, wo sind eigentlich Meltdowns noch problematisch? Eigentlich nur hier im unteren Team jetzt. Aber das ist auch nur noch da, wo sie stattfinden würden. Also im Information-Team ist ja keine problematische. Und das Training-Team kriegt jetzt auch keine Meltdowns mehr. Das heißt, das Baby ist auch wunderbar gesichert. Boah. Macht hier einfach nochmal eine Repression von Destiny. Weiter leveln. Dann müssten wir jetzt den Mörder ausbrechen lassen. Und das kann übernehmen... Christopher einfach mal. Das Punishing Bird abgehauen, ja, gut. Konnte ich nicht viel gegen unternehmen. Ich hätte fast zu Schadenfreude hingeguckt. Aber die sind jetzt eh fertig. Ich meine, ist eigentlich auch scheißegal. Schadenfreude ist jetzt nicht so das Ding, was mir großartig noch Probleme bereitet. Vor allen Dingen, selbst wenn es ausbricht, einfach nicht hingucken und gut ist, dann macht es halt nichts. Forsaken Murderer haut ab. Und hat auch schon direkt drei Opfer gefunden. Der Zug. Mika, bitte, beeil dich. Sehr gut. Und dadurch wurden auch alle geheilt. Ich weiß gar nicht, ob die Clerks dadurch auch geheilt werden. Aber anscheinend nicht. Warum kriegt er den nicht kaputt? Der Clerk ist unbesiegbar. Der hat ja ewig gebraucht, bis er gestorben ist. Jetzt muss ich ihn nochmal ausbrechen lassen. Also, ich bin noch ganz unschlüssig bezüglich des Zuges. Mir ist es ja jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich einfach vergessen habe, auf ihn zu achten, weil man das so regelmäßig machen muss. Aber auf der anderen Seite kann der auch voll OP sein, weil er einfach das ganze Department heilen kann. Warum halten die Clerks so viel aus? Das kann doch nicht sein! Ich habe das Team dahin geschickt, weil ich dachte, der stirbt gleich. Was ist denn da los? Die Clerks sind mutiert, ey. Die gehen überhaupt nicht mehr kaputt. Jetzt muss ich echt nur Schadenfreude auf die loslassen. Das Problem ist, hier in dem Department sind kaum Clerks. So, ich schicke jetzt erst Leute los, wenn der tot ist. Aber guck mal, wie viel der aushält. Warum haben die auf einmal so viel Leben? Sonst waren die immer nach 3-4 Schlägen kaputt. Finally, ey. Ich wette, sie kippt jetzt sofort um, bevor das Team da ist. Das wäre es jetzt noch gewesen. So, dann lassen wir mal Dawn spawnen. Und nun kommt direkt im Anschluss. Dawn können sie sich... Boah... Wollen sie sich direkt alle schnappen? Ich meine... Hier sind zwei Leute, die sterben. Dann bräuchte nur noch einer sterben. D
Dia kann sich ihr's ja sowieso schnappen, weil da keiner hinkommt. Und hier ist ein Dritter, das heißt, die anderen können sich die eigentlich alle direkt schnappen. Das vom Training-Team ist hier. Schnappt euch die auch mal. So, und ihr könnt euch das jetzt auch schnappen. Und ihr einfach auch. Da sollten jetzt genug gestorben sein. Und Safety-Team, schnappt euch mal das vom Control-Team. Weil dem Control-Team traue ich nicht so ganz damit. Die sind alle noch nicht so hoch. Das war's dann mit Daubt. Nun wird jetzt gleich sofort im Anschluss folgen, ist die Harmony of Skin, ist völlig in Ordnung. Ja, das Training-Team, das Control-Team, wir müssen es einfach weiter leveln. Die haben halt nicht so viel zum Leveln da oben. Ich weiß aber auch nicht, wie wir die gut verteilen können. Ich meine, Instinct ist eigentlich im Moment das größte Problem zum Leveln auf Low-Level. Aber naja. Oh, wir haben hier ein schlechtes Ergebnis erzielt. Ist ja gar nicht gut. Ich vergesse die ganze Zeit den Zug, ey. Der steht die ganze Zeit auf 4 Lampen und irgendwann kommt er dann, ey. Meine Güte. Ist immer so close. So, lasst die Harmony of Skin spawnen. Und bitte halte den Zug im Auge, ey. Ich muss mir das immer selber sagen. Harmony of Skin. Du bist ja überhaupt kein Problem. Training Team, Information Team, Safety Team, einfach alle drauf. Und weg damit. Das untere Central Command Team und die brauchen, glaube ich, sowieso nicht kommen, weil wofür? Ihr kriegt noch rote Schilde. Aber ihr haut das sowieso so schnell kaputt. So, und wo sind die jetzt hin? Einer ist direkt hier. Darum kümmern sie sich auch schon direkt. Einer ist beim Safety-Team. Und der letzte? Den sehe ich irgendwie nicht. Ich meine, vielleicht sind auch wieder zwei übereinander. Training-Team, schnappt euch das mal bitte auch noch mit. Ich sehe hier sonst keins. Nirgendwo. Oh, die Wespe macht eventuell Stress. Okay. Hat sich zum Glück geklärt. Gut, gut. Dann weiter geht's. Ich meine, ich habe jetzt nicht gesehen, ob hier irgendwelche Clerks gestorben sind. Aber, keine Ahnung, ich lasse den Mörder einfach nochmal 3 töten. Das Problem ist halt nur, auf Dauer, irgendwann werden uns die Clerks ausgehen. Und wenn wir dann keine mehr haben, ist das halt auch kacke. Der Mörder sucht sich wieder seine Opfer. Da sind allerdings ein bisschen viele. Und wie gesagt, die halten aus irgendeinem Grund so viel aus. Warum? Sterb doch! Der hat keinen getötet. Das ist unglaublich. Das könnte echt noch zu Problemen führen. Ich meine, im Zweifelsfall lasse ich halt Schadenfreude los. Das schaffen die Clerks auf keinen Fall. Aber ich frage mich trotzdem, warum die auf einmal so viel aushalten. Und warum haben wir eigentlich nur 12 Bullets? Hatten wir nicht sogar 15 letztes Mal? So, ist auf jeden Fall schon mal einer tot. Da ist ein zweiter. Ach Gott, und da sind schon wieder so viele Clerks. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Okay, 2 sind gestorben. Ich hasse es, ey. Das war so eine schöne Taktik bis vor kurzem. Und jetzt halten die irgendwie so unendlich viel aus. Ja, ich glaube, also ich glaube, die Queen of Hatred, die bringt nicht wirklich Vorteile. Die sollte man nicht in seinem Team haben. Das ist... Zumindest nicht, solange wir nicht diese Execution Bullets haben. Danach ist das ja weniger ein Problem, aber damit... So, finally, 3 Stück. Dann Safety Team, schnappt ihn euch. Und dann kommen wir zum nächsten Meltdown. P
Die Queen ist auch direkt in der Meltdown. Da kann sich Frank drum kümmern. Hier kann sich Asuka drum kümmern. Und um das Ding, da schicken wir ja sowieso Mikaela rein. Hier unten. Das war Repression, naja. Tja, gut. Die kannst du einfach mal machen. Schadenfreude ist in einem Meltdown. Destiny, schnapp ihn dir. Das Buch. Und die Maschine hier. Und das scheint es gewesen zu sein. Ja, dann lassen wir den Mörder doch direkt weiter ausbrechen. Ich meine, wir sind jetzt theoretisch fertig, aber... Ja, leveln halt noch, ne? Bitte hier nicht wieder zu viele Clerks, ey. Einen hat er schon mal, da ist ein zweiter. Und ein dritter ist auch da, aber er muss halt erstmal alle kaputt kriegen. Eieieiei, der strengt sich überhaupt. Vielleicht ist der Mörder auch einfach schwächer geworden aus irgendeinem Grund. Wie viel hält er denn bitte aus? Komm schon, stirb doch einfach. Das kann doch nicht sein. Der hat ewig auf den draufgehauen. Was sind das für Tanks? Das ist furchtbar. Dafür sein scheiß Cleaveth-Counter-Dings hier. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Balken nennt. Steht das hier irgendwo dran? The number of containment units. Ja gut, das ist mir egal. Aber hier am Balken steht nichts dran. Cleaveth Meltdown Level, aber... Nee. Wie man diesen Balken nennt, das ist nicht definiert. Zumindest nicht, wenn man mit der Maus drüber hovert. Das ist trotzdem eine Verschwendung von Ressourcen hier, ey. Findet er gerade keine Clerks und jetzt geht er wahrscheinlich wieder nach unten. Ich weiß auch nicht mal, was er hier unten möchte. Leute, lasst den mal bitte in Ruhe. Der hat euch nichts getan. Die kippen absolut schnell um anscheinend. Ich weiß nicht, was es mit den Typen da oben auf sich hat, dass die so unnormal stark sind. Warum ist Asuka gestorben? Warum ist denn jetzt Asuka gestorben? Wo dran denn? Hat die versucht, das Punishing Bird... Bin ich aus Versehen auf das Punishing Bird gekommen zum Suppressen? Nee. Retry the day. Aber wisst ihr was? Wäre der jetzt smooth gelaufen, wäre das ja kein Problem gewesen. Aber jetzt wird es sich wahrscheinlich zu lange ziehen. Und es lief ja auch ganz smooth. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Warum hat Asuka das Punishing Bird angegriffen? Ich hab's nicht befohlen. Naja. Nächstes Mal machen wir ganz normal weiter mit Tag 31. Und werden wir eine Abnormality bekommen, die wir auch schon kennen ins Disciplinary Team, könnten wir eventuell überlegen, die nächste... Core Suppression anzugehen, was dann eben die vom Information Team wäre. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Außerdem haben wir, glaube ich, eine Quest, oder? Suppress 5 Abnormalities of Risk Level HE or Lower. Das dürfte ganz easy sein. Weil wir haben Schadenfreude. Wir haben den Mörder. Ja, vielleicht auch nicht. Wir haben gar nicht so viele, die im High E sind und auch abhauen. Es sind different Abnormalities schon da, ne? Es steht nur Abnormalities, aber ich gehe mal davon aus, dass es different sind. Ich meine, ich kann probieren, zweimal Schadenfreude ausbrechen zu lassen, aber... Weil ansonsten haben wir nur Schadenfreude. Letizia könnte man probieren, aber das hat letztes Mal auch schon Probleme verursacht. Dann hätten wir Santa und den Mörder. Und das Schaf. Aber ich weiß gar nicht, wie man das Schaf effizient ausbrechen lassen kann. Und Santa wird auch schwierig. Das dauert immer ewig. Wann sinkt denn hier der Cleaveth Counter? When the work result was bad. Also müsste man da einfach Repression ausführen. Ja, gut. Die anderen brechen halt alle nicht aus. Oder sind halt nicht HE-Schwierigkeit. Ja. Schauen wir nächstes Mal. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye bye.